In den Osterferien tummeln sich die Sylt-Urlauber zu Tausenden bei uns auf der Insel. Ostern ist Ende März, Anfang April und da kann es schon richtig schön frühlingshaft auf Sylt sein. Eine tolle Zeit zum Urlauben, wenn da nicht die Deutsche Bahn genau in diesem Zeitraum große Bauarbeiten auf der Strecke Hamburg-Westerland durchführen würde. Und damit die Zuganreise mit einigen Mühen verbunden ist. Die allermeisten Sylt-Gäste reisen nämlich tatsächlich mit den Personenzügen an. Ab dem 23. März bis zum 1. Mai werden zwischen Pinneberg und Tornesch Gleise und Weichen erneuert. Die NahSH-Züge fahren nur zwischen Elmshorn und Westerland durch. Ein extra Umstieg in Elmshorn in Richtung Süden und in Richtung Norden muss eingeplant werden. Immerhin verkehren 3 tägliche durchgehende Züge zwischen Hamburg, Altona und Sylt, allerdings mit stark veränderten Abfahrtszeiten. Auch im Fernverkehr fallen verschiedene IC-Züge ganz aus oder fahren nur am Wochenende. Reisende sollten sich am besten jetzt schon gut über ihre Anreisemöglichkeiten mit der Deutschen Bahn informieren, damit sie zu Ostern möglichst stressfrei zu uns auf die Insel reisen können.